Moin moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Ich bin euer Lieblingsschlüsselschwertträger Jonas und wir sind in Monstropolis. Da haben wir letztes Mal pausiert und ja, irgendwie müssen wir da noch mal rauskommen. Und ob wir das packen und wenn ja, wie? Das erfahren wir in dieser Folge. Viel Spaß! Bam, bam! Am's Maul! Du Walla! Walla, hier! Niemand! Dunkelheits-, Schatten-, Inkling-, Dings. Oh, was haben wir denn da? Nicht! Da ist eine. Ah, nein! Ich wollte. Ja. Da wollte ich einfach nur draufhauen. Alter. Und das war ja einfach. Oh mein Gott! Oh no. Disregard code 835. 7216 in progress. We have visual on unidentified life forms. Suspected cause of the conflagration. Code 7216 over. We gotta get to Boo's door. Yeah. Jo, klar müssen wir das. Boo's Tür. Oh, ja, ja, Ready to descend. Stand aside. We'll get this fire put out pronto. Code 7216. Unidentified life form sighted. These guys are our specialty. Back off! Blitzer! Und, achso, dieses Honigschleudern habe ich auch schon aktiviert. Sehr geil. Alter. Wow. Da geht's aber ab. Hä? Kein einziger Treffer? Oder ist der. Gut, kann auch sein, dass der immun ist gegen Feuer. Das war natürlich doof. Die kennen wir, glaube ich, schon aus der ersten Welt. Vom Olymp. Ja, komm. Wasser ist hier. Oh yeah, Basra freigeschaltet. Thank you. You did great. Yes, sir. We'll be on our way. Time to go. Yeah. Dann mal weiter. Ja, also Monstropolis ist, ich sag mal, relativ easy.
Es war schon ganz gut, dass wir Arendelle jetzt vielleicht... Naja, was heißt gut? Dass wir Arendelle vorgezogen haben. Ja, wie gesagt, das heißt gut. Dadurch war Arendelle natürlich etwas schwerer. Vielleicht wären wir da schneller durchgekommen. Oder insgesamt ausbalancierter hätten wir das nicht gemacht. Aber andererseits, so haben wir Elsa schon mal getroffen, haben ein schönes Lied gehört, losgelassen quasi und ja, haben jetzt hier wirklich gar keine Probleme mehr. Okay, Honigschleudern. Diesmal versuche ich das mal mit dem R2-Skill. Da kann man nämlich... Ja, wobei ich glaube, das ist schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, wenn man sich da nicht so gut bewegen kann. Ja, mach mal den Schreistrike. Der zielt nämlich... Oh, was war das? So viele dürften da jetzt auch nicht mehr leben. Da hinten das eine noch. Das ist ja schon der letzte. Nee, wohl noch nicht. Oder doch? Ja, doch, war der letzte. Ich habe jetzt erst gesehen, wie viele Honigtöpfe da plötzlich kommen. Ah, ich glaube, das war's. Okay, da geht's die Wand hoch. Vielleicht können wir noch ein paar Gegner mitnehmen. Nee. Ja, toll. War ja klar, dass die jetzt erst kommen. Oh, Piratenschiff. Hat's noch geklappt? Ja, Mann, sehr gut. Sehr geil. Das war halt jetzt sauknapp schon. Der Schaden ist halt schon echt brutal. Ich meine, jetzt im, ich sag mal, schon mal Endbereich ist es natürlich nicht mehr ganz so OP wie am Anfang. Aber da war es halt wirklich, das war schon krass gut. Dann mal rein mit euch. Und sogar noch eine Kiste. Cool. Ah, einen Speicherpunkt haben wir noch. Den nutzen wir doch schnell mal aus. Wir sind jetzt nämlich schon Stufe 27 und haben wie viel Taler? Au, 21.000. Ah, okay. Ich weiß nicht, müssen wir wieder hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Vermeide Flammen und besiege alle Gegner.
We can do this. The fire is spreading. Sora, do something. Put the fire out. Okay, wir machen jetzt, was haben wir hier? Puh, keine Ahnung, ey. Vom Finale. Bam, 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 ey. Ich glaube, da lebt jetzt... Lebt da überhaupt noch wer? Ja, doch, ich höre noch was. Hohoho! Alter, wo kamen die Flammen auf einmal her? Übel! Übel, dübel! So. Ihn hier müssen wir erstmal noch ausmachen. Bam! Neuer Item-Slot. Huhu! Geil! Was? Stolz Herzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando Simba zu... Simba? What? Geil. Renne herum und benutze dabei X-Feuergebrüll. Okay, cool. This way. Oh, great. This time we're really stuck. Oh. Sully, have you got any ideas? Just give me a second. Kitty! Oh. Hmm? If I'm right about that pipe... Yep, it's perfect. Boo! Thank you! We gotta follow that pipe. What? Wait a sec! I thought we were going straight to the door vault! The only place that pipe leads is to the cooling tank! You sure you don't have a better idea? Don't worry, Mike. Just trust me. Bahne dir deinen Weg über das kaputte Rohr. Da hoch? Ernsthaft? Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, da kann man doch drüber rutschen. Uah, fetter Schwabbel. Magie-Karussell! Ja, man sieht halt einfach gar nichts. Also da muss ich mich ja echt immer konzentrieren. Bei dem Karussell, da kann ich auch nicht reden, weil sonst, ich schwöre euch, also da wird nix. Sonst. Ach, der Schwabbel. Trio Ansturm. Maintenance hasn't finished patching it up. This way. Wait a second. It's the door vault. Yep, what I tell you. Sure, nice job, Saul. Seriously, if I didn't know any better, I'd say you actually ran the place.
Thanks, Mikey. All right. It's not much farther. Okay, lauf weiter und such nach Boos Tür. Ich bin ja mal gespannt, ob wir gegen Randall auch noch kämpfen müssen. Oder ob der einfach nur, naja, der Bösewicht hier ist und sonst nichts macht. Müssen wir hier natürlich hoch, weil da unten Feuer ist. Achso, zum Türenlager. Guck mal. Da hinten ist Dreck. Ich hab einen Glas voll Dreck. Ja, komm, mach mal den Schrei-Strike. Vielleicht reicht das schon für die anderen alle. Ja, sieht gut aus. Mikey rollt immer noch da rum. Das Türenlager. Und wir gucken mal, ob wir noch irgendwas kaufen können. Potions haben wir noch, Aether auch. Ja gut, also eigentlich brauchen wir nichts. Kupo-Münze haben wir auch schon. Ja, und hier den Krempel. Useless. Also, hoppla, einmal kurz speichern. Und dann geht es natürlich direkt weiter. Denn wir haben noch ein paar Minuten und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier jetzt gleich auch schon ein Endboss kommt. Oder zumindest ein Zwischenboss. Oh, großes Feld. Das schreit nach Gegnern. Und einer Cutscene. Everybody look for Boo's door. Oh. Randall. Didn't you learn your lesson with that pile of junk fiasco? Oh, I learned a lot. Oh. Wait, Mike. Something's different. Oh, please. It's just more junk. An unversed! Mike, time to reach down and let the scary out. Oh, I'm ready, Sully. I'm ready! Finally. This is exactly what I need to take over the company. But first, I am getting rid of you. Attack! Uns loswerden, dass ich nicht lache. Naja, gut, okay, der Anfang war jetzt vielleicht nicht so dolle. Hey, wieso kann ich den nicht anvisieren? Ich glaube, die Arme sind nicht so das Ziel. Oder muss ich die zuerst machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, muss ich auf jeden Fall. Ich kann nämlich den Körper noch nicht angreifen.
So. Ja. Schrei-Strike. Oh, ich war gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Eigentlich wollte ich mich mal heilen. Na gut, jetzt haben wir eh die Wutform. Die haben wir von eben nämlich schon freigeschaltet. Wow. Alter, oh Gott. Trio-Wächter. Krass, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder die Arme fertig machen erst. Ach, das ist schon sehr, sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Ach so, jetzt kann ich direkt den Körper angreifen. Wow. Also man kann zwar den Hauptkörper angreifen, aber irgendwie so ganz komme ich nicht durch. Aber man kann auch die Arme nicht richtig angreifen. Okay, ja, ich muss das jetzt mit dem Skill unterbrechen. Ich kann in der Luft leider nicht gut ausweichen. Ja, diese Rolle da, oder dieses Hin- und Her-Sprinten. Alter, wie hoch kann der mich denn treffen, bitte? Das ist echt wahnsinnig. Okay, jetzt muss ich wieder die Arme machen. Jetzt den Schrei-Strike. Der halt bei dem wirklich nicht viel abzieht. Was wirklich schade ist. Jetzt verändert sich die Map natürlich wieder. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um halt nochmal ein bisschen Mana aufzuladen. Das funktioniert bei denen hier tatsächlich ganz gut. Aber... ich gehe einfach nur auf den Endboss. So funktioniert das ganz gut. Was? Komm, dann machen wir den Schrei-Strike. Also ich glaube schon, dass wir das jetzt packen. Was? Alter, krass. Also der hatte doch noch ein bisschen Energie, dachte ich. Naja, gut. Hmm.
All right, and in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. You think it's funny? Hilarious! The more that you whine, the funnier it gets. Enjoy your extended vacation. You clowns are gonna be sorry when I find my way back and I finally take over this place. Oh, Gator's in the house again. Are you kidding? Oh, this is amazing for it. Come here, you. Get back here. So long. Smell you later. And now we just need to do one last thing. Hang on. I have a way to lock him out. Okay, Boo. Time to go home. You must be tuckered out. But we'll play together real soon. Who are you? Gotta say, that strange facade had me fooled at first, brother. Oh, wait a sec. Oh yeah, you were at the cathedral. And hey, who are you to call anyone strange? Say, do we know this guy? We haven't ever met in the flesh. I am Vanitas. Hey, this is the part where you spout some mumbo jumbo and disappear, right? This whole world was powered by Scream. They converted the screams of human children into energy. And this very company was what made it all happen. It's as rich a source of negative emotion as we'll ever find. For the last time, we already stopped doing that! Did you? Then how do you explain all these canisters of surplus Scream? This facility was everything I could hope for, and I was lucky enough to find a pawn whose heart was darkened by thoughts of revenge. You mean Randall? All Randall ever cared about was winning, and this guy took advantage of that weakness. My heart is made of just one thing, and the Unversed collected enough screams and sadness from those children to reconstruct it. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! But even with all this negative emotion, my heart is still incomplete. I need something else. The half of me that sleeps on
inside of your heart. Vanitas! Huh? Ventus. What a strange place to slither off to. You insignificant speck. What are you talking about? Oh, you wouldn't remember. When you were little, you formed a special bond with a boy named Ventus who joined with your heart. Mama! Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Now, you will return Ventus to me. Donald! Goofy! The king told us about this! Ventus wasn't able to defeat Vanitas! They struck each other down, and then the king said that Ventus's heart never returned to him. You're not gonna do that to Sora! You will! Stay out of this! Sora! Join your heart with mine! Need to look. Let me go! Over here, Sully! Close it, quick! Boo! Hey! That was awesome! Thank you! We owe you! No, we should be thanking you. We never would have managed to get Boo this far if you hadn't come along to help. And finally, we found her door. Boo, I know how excited you were to come play with Mike and Sully. Sorry we dragged you into this. Hey, you are way scarier. Gosh, I think you're both scary. What? Okay, Boo. Time to go. Kitty. We'll catch up soon, kid. Mike Wazowski. No, that's Donald, Boo. Mike Wazowski. Better. I'll see you, kid. Sorry for all the headaches we caused. Don't mention it. And actually, it was kind of nice having a little adventure for old time's sake. Yeah, the flying and the falling. And hey, let's not do that painting again. But nothing like running for our lives to get the heart pumping. I had a great time. Donald, all you did was complain. I did that. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye. For the record, I still get the most laughs. Happy exterminating. Thank you.